considered that all this is your fault? Your presence creates these animals. Batman Arkham City. PC, PS3, Xbox 360. Mit Batman Arkham Asylum hat der Entwickler Rocksteady Studios mehr als eindrucksvoll bewiesen, dass Spiele mit großer Lizenz im Nacken durchaus mehr sein können als 0815 Titel mit großen Namen. Anders als viele Superheldenspiele, die noch schnell zum Kinostart auf den Markt geschmissen werden, war dieser Titel losgelöst von Leinwandabenteuern. Mit dem Nachfolger Arkham City soll die Welt, durch die unser schwarzer Ritter flattert, nun noch einmal deutlich größer und düsterer werden. Torchlight 2 PC. Wer in den letzten Jahren auf der Suche nach einem unterhaltsamen Diablo-Klon war, konnte mit Runic Games Torchlight eigentlich nichts falsch machen. Merkte man doch recht schnell, dass hier teilweise ehemalige Blizzard-Mitarbeiter am Werk waren. Mit Torchlight 2 bekommt das Hack-and-Slay-Rollenspiel nun einen Nachfolger spendiert, der das größte Manko von Teil 1, nämlich einen fehlenden Multiplayer-Modus, nicht wiederholen will. Dark Souls, PS3, Xbox 360. In Japan bereits exklusiv für die PS3 erschienen, bekommen in den USA und Europa auch Besitzer einer Xbox die Möglichkeit, das Action-Adventure Dark Souls in ihre Konsole zu schieben, um sich davon in die Knie zwingen zu lassen. Denn ähnlich wie bei seinem geistigen Vorläufer Demon's Souls, wird auch Dark Souls mit Sicherheit alles andere als ein Anfängerkurs für Dungeon Crawler. Auch wenn der Spieler hier nach seinem Ableben das Level nun nicht mehr zwangsläufig komplett von vorn beginnen muss. Cause we take what we give and know we hate how we live in where we're. NBA 2K12, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360. Nachdem NBA 2K11 vom Kritikerlob nur so überschüttet wurde und für einige seitdem sogar als das beste Sportspiel aller Zeiten bezeichnet wird, ist die Erwartungshaltung an den Nachfolger natürlich enorm hoch. Eben dieser scheint davon völlig unbeeindruckt und will nun nicht nur mit fantastischer Grafik und einem flüssigen Spielgefühl überzeugen. Darüber hinaus könnt ihr eure Spieler nun nämlich auch in 3D über den Hallenboden hetzen. Und unter den Spielern befinden sich nun auch Legenden wie Magic Johnson, Michael Jordan und Larry Bird. Battlefield 3, PC, PS3, Xbox 360. Es geht in die dritte Runde mit Battlefield. 6 Jahre nach dem Erscheinen des zweiten Teils kehrt die Serie nun zurück. Besser, größer, zerstörerischer. Durch die Frostbite Engine 2 sind nun kriegsnahe Szenarien möglich, die dem Spieler mehr als nur schnelle Reaktionen abverlangen. Schafft ihr es, den Krieg zu überleben, oder werdet ihr vorher von Trümmern, Jets oder Feinden ins virtuelle Nirvana verfrachtet? Es liegt ganz bei euch. Rage. PC, PS3, Xbox 360. Die Einöde schlägt zurück. Doch nicht auf die feindliche Art und Weise. In Rage verkörpert ihr eine Person ohne jegliche Erinnerung oder Aufgabe, die nach einer verheerenden Katastrophe aufwacht und in die zerstörte Welt entlassen wird. Dort ist aber nicht alles so zerstört und tot, wie man vielleicht denkt. Monster, Mutanten und feindlich gesonnene Menschen haben es auf euch abgesehen und fordern euch bis an eure Grenzen.
Könnt ihr der postapokalyptischen Umgebung die Stirn bieten? Oder endet ihr in der Einöde? Motorsport is the highest rated racing franchise of this generation. In 2011, we will bring you our most beautiful, diverse and Forza Motorsport 4, Xbox 360. Entwickler Turn 10 schickt uns zusammen mit den Microsoft Studios mit dem vierten Teil der preisgekrönten Rennspielreihe rund um die Welt. Die Tachonadel immer am Anschlag, der Wagen immer am Limit. Mehr Realismus, mehr Strecken, bessere Beleuchtungsengine, mehr Details und vor allem mehr Autos. Vom Kleinstwagen über Muscle Cars und anderen Traumautos bis hin zu absoluten Rennboliden. Dazu Kinect-Features und aufgebohrte Community- und Online-Modi. Dieses Spiel schreit nach dem Titel Rennspiel des Jahres. From all walks of life. Kinect Sports Season 2, Xbox 360. Wirkte das erste Kinect Sports wie ein HD-Remake von Wii Sports oder Wii Sports Resort, bekommen Xbox 360 Kinect-Freunde mit dem zweiten Teil ein deutlich runderes Spiel präsentiert. Mit den Sportarten Darts, American Football, Skiing, Tennis, Golf und Baseball bekommt man ein Rundum-Paket serviert, das von entspannend über knifflig bis hin zu schweißtreibend alle Formen des Wohnzimmersports abdeckt. Dazu gibt es jede Menge Challenge-Modi, um Freunde daheim oder sonst wo auf der Welt herauszufordern. Change Club, 7 Iron. Might and Magic Heroes 6, PC. Die Might and Magic-Reihe gibt es nun schon seit 1986. Und die Spin-Off-Reihe mit dem Beinamen Heroes immerhin schon seit 1996. In diesem Jahr gibt es endlich wieder einen Grund für alle PC-Zocker richtig zu feiern. Denn das rundenbasierte Strategiespiel Might and Magic Heroes 6 entführt exklusiv PC-Spieler abermals in die epische Fantasy-Welt Ashan. Hier tobt ein von Engeln angezettelter Krieg gegen die Gesichtslosen und Dämonen, der schon bald alle Fraktionen und sogar einen alten General der Erzengel in Aufruhr versetzt. WRC FIA World Rally Championship 2011. PC, PS3, Xbox 360. Ob es ein so kluger Schachzug ist, am Tag des Erscheinens von Forza Motorsport 4 ein weiteres Rennspiel in den Handel zu bringen, mag die eine Frage sein. Ob WRC 2011 mit dem bereits vor Monaten erschienenen Dirt 3 konkurrieren kann, ist die andere Frage. Klar ist, dass dieses Spiel über die offiziellen Rennlizenzen der WRC verfügt und auf Funsport-Einlagen à la Ken Block verzichtet wird. Wer also mal wieder puristische Rallye-Luft schnuppern will, sollte zugreifen.